Neulich hat mich eine Teilnehmerin aus meinem Kräuterkunde-Online-Kurs gefragt, welche Wildpflanzen man dann eigentlich auch essen könnte, die über die Brennnessel und über den Löwenzahn hinausgehen. Und diese Frage habe ich als Inspiration für dieses Video genommen und ich möchte dir also heute ein paar Pflanzen zeigen, die man gerade jetzt auch im Mai sammeln kann, um sie dann zu essen. Hier, wo ich gerade gesessen habe, an unserem alten Backofen, da gibt es schon die erste Pflanze, die ich dir zeigen möchte, und zwar sind das die Holunderblüten. Kannst du mal reinriechen? Die riechen total lecker und die schmecken auch total gut. Die kannst du zum Beispiel als eine wilde Limonade verarbeiten oder in Eierkuchenteig ausbacken. Schmeckt super lecker. Oder auch in Kombucha, ist auch total angenehm. Eine andere sind diese kleinen wilden Erdbeerblättern. Und das ist jetzt schon fast ein bisschen zu spät. Aber so ganz kleine, die schmecken noch, das merke ich beim Anfühlen, die schmecken noch lecker, die sind noch ganz zart. Solche hier, solche größeren, die würde ich schon nicht mehr nehmen, das merkt man aber beim Anfassen. Das hier ist schon so ein bisschen steifer und das hier ist noch ganz zart. Was man auch auf Wiesen findet und was auch wirklich lecker schmeckt, sind diese Köpfchen vom Rotklee, gibt es auch. Vom Weißklee. Und die kann man sich total gut mit in einen Wildkräutersalat geben zum Beispiel. Das schmeckt so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, erbsenmäßig vielleicht. Am Terrassenrand zwischen den ganzen Gräsern hat sich hier der wilde Majoran eingenistet oder auch Oregano oder Dost. Das ist diese Pflanze hier. Und die kann man super gut als Küchenkraut benutzen. Passt zu wirklich allen Gerichten. Und schmeckt total lecker. Dann kann man natürlich jetzt im Mai auch noch den Spitzwegerich essen, auch den Breitwegerich. Das sind diese Blätter, diese lanzettenförmigen Blätter. Und da gehören diese kleinen Blütenköpfe dazu. Jetzt, wo die abgeblüht sind, schmeckt das so ein bisschen, also es schmeckt immer noch pilzig, aber das Gefühl im Mund ist ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen staubig ist nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen krümelig im Mund. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel in ein Pesto mit reinmixt, dann ist es immer noch sehr lecker. Und die Blätter natürlich auch. Es gibt natürlich hier bei uns im Wald auch jede Menge Brombeeren. Und da kann man die ganz jungen Blätter und Triebe noch essen. Ja, zum Beispiel das hier wäre ein Blatt, was man noch essen kann. Das hier auch natürlich. Das sieht da ein bisschen stachelig aus. Aber das stachelt nicht im Mund. Solche gröberen Blätter, solche größeren, die fangen dann langsam an. Oder das hier, das fängt dann schon langsam an, ein bisschen hart zu werden. Aber solche ganz kleinen, die schmecken noch richtig gut. Natürlich darf man auch das Gänseblümchen nicht vergessen. Das kann man nämlich auch essen. Und zwar nicht nur die Köpfe, sondern auch die Blätter. Ja, das Gänseblümchen kann man eigentlich fast das ganze Jahr über essen. Was hier so schön lila blüht, das ist der Wiesensalbei. Und da kann man auch die kleinen lilanen Blüten essen. Und aber auch die Blätter, was hier so ein bisschen dunkelgrüner aussieht. Wenn das noch jung ist und frisch, dann kann man das auch essen. Es schmeckt so ein bisschen frisch, würde ich sagen. Erfrischend. Eine Wildpflanze, die ich auch sehr gerne mag, das ist die hier, das ist der Wiesenknopf. Da isst man die Blätter. So sehen die aus. Die schmecken so ein bisschen gurkenartig. Wirklich sehr lecker. Löwenzahn kann man natürlich immer noch essen. Die jungen Triebspitzen vom Beifuß kann man essen. Der schmeckt allerdings ziemlich intensiv, also da nutzt man immer nur wenig, ansonsten schmeckt alles nur noch nach Beifuß. Ist ganz typisch, von unten so silbrig-weißes Blatt, von oben dunkelgrün. Der Stängel kann rot gefärbt sein. Und Beifuß ist total gut, wenn man fette Speisen nicht so gut verdaut. Da kann man es ruhig
gut mit ins Essen mischen. Und was hier so am Zaun steht, das ist das Hirtentäschel. Das hat solche Blätter, die ein bisschen aussehen wie Rucola. Und das ganz typische Aussehen vom Hirtentäschel ist das hier. Das kennst du sicherlich mit den kleinen Herzchen. Da sind ganz kleine Samen drin und die schmecken so ein bisschen nach Senf. Davon hatte man früher auch so eine Art Senfersatz hergestellt. Bauernsenf nennt man das. Natürlich kann man auch immer noch jede Menge Brennnesseltriebe essen. Was du hier siehst, ist die Schafgarbe, nennt man auch Augenbraue der Venus, weil die Blätter so ein bisschen aussehen wie eine Augenbraue. Und das schmeckt leicht bitter oder für manch eine Zunge auch schon sehr bitter. Das ist eine wunderbare Heilpflanze und kann man eben auch essen. Jetzt besonders die jungen Blätter im Frühjahr, die schmecken noch richtig lecker. Das hier ist ein junger Lindenbaum, den wir vor ein paar Jahren gepflanzt haben. Und da kann man auch die jungen Blätter, die noch ganz hellgrün aussehen, essen. Da kann man auch so kleine Essigreisbällchen einwickeln. Und die schmecken so ein bisschen schleimig, haben ein bisschen was Süßes. Und die mag ich wirklich sehr gerne. Aber muss man eben gucken, dass es wirklich noch ganz frische, hellgrüne, leuchtende Blätter sind, ansonsten schmeckt das ein bisschen zu hart. Das hier ist der Gundermann. Schmeckt so ein bisschen minzig, herb. Das ist eine wunderbar entgiftende Heilpflanze. Und was so ganz klassisch ist, ist diese kleinen Blättchen in Schokolade zu tauchen. Und man nennt das dann falsches After Eight. Aber man kann es auch sehr gut in Smoothies geben oder in Pesto oder einfach nur klein hacken und dann übers Essen streuen. Das hier ist noch das Ferkelkraut. Das hat eigentlich gelbe Blüten, aber die haben die Esel schon abgefressen. Und es hat so etwas derbere Blätter, die flauschig behaart sind. So sieht das von hinten aus. Und das kann man auch gut in so einen Wildkräutersalat mit reingeben. Und vielleicht als letztes noch das Wiesenlabkraut mit seinen herrlich duftenden Blüten und den kleinen quirlartigen Blättern. Die Blätter schmecken auch sehr lecker, aber die finde ich im März, April noch besser, wenn sie noch frischer sind. Beim Sammeln gibt es natürlich auch immer ein paar Regeln zu beachten. Zum Beispiel sammle wirklich nur Pflanzen, die du zu 100% bestimmen kannst. Dann sammle nur an sauberen Standorten. Benutze ein Körbchen oder einen Stoffbeutel zum Sammeln und keine Plastetüte, ansonsten bringst du nur Matsch mit nach Hause. Dann ernte nur an Standorten, an denen auch wirklich viele Pflanzen wachsen von denen, die du sammeln möchtest. Ernte nie mehr als ein Drittel der Pflanzen, die an diesem Standort wachsen. Das ist einfach total wichtig für die Insekten, ja, weil die sich ja auch davon ernähren. Und natürlich soll die Pflanze sich auch vermehren dürfen. Das ist ja auch ihr Recht. Ernte natürlich nur so viel, wie du gerade auch brauchst, wie du gerade aufbrauchen kannst. Ernte nur die schönen Pflanzenteile, das heißt Pflanzenteile ohne Fraßstellen oder Schneckenschleim oder Flecken etc. Sammle natürlich nichts, was unter Naturschutz steht. Ja, ganz wichtig. Und vielleicht als kleiner Tipp, junge Blätter, so ganz zarte, frische Blätter, die schmecken deutlich besser als ältere. Eine Frage, die ich relativ oft höre, wie viel darf man dann essen? Ja, wenn man anfängt, Wildkräuter zu sammeln und die dann auch zu essen, dann kann man sehr schnell in Euphorie geraten. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber bei manchen Menschen kann das passieren, dass sie von zu vielen Wildkräutern Kopfschmerzen oder Übelkeit bekommen. Das liegt einfach daran, dass Wildkräuter wirklich sehr, sehr viel oder einen ganz großen Gehalt an Pflanzeninhaltsstoffen haben, die also wirklich viel mehr als unser normales Obst und Gemüse. Und viele dieser Inhaltsstoffe wirken entgiftend. Und wenn man jetzt zu große Mengen davon aufnimmt und dann die Entgiftung zu schnell
stattfindet, also die unbrauchbaren Stoffe zu schnell aus dem Gewebe gelöst werden und der Körper nicht hinterherkommt, um die wieder zum Beispiel über den Stuhl oder über den Urin auszuscheiden, dann kann es zu Kopfschmerzen zum Beispiel kommen, ja, solchen unangenehmen Nebenwirkungen von der Entgiftung. Wenn du also das noch nicht so gewohnt bist, Wildkräuter zu essen, dann starte ganz mollo mollo, ja, erstmal mit nur einem Blatt oder vielleicht auch erstmal nur mit einem halben Blatt und dann beobachte und steigere dich nach und nach in der Menge. Ja, ganz allgemein sagt man, dass eine Handvoll Wildkräuter am Tag ausreichen, um viele wichtige und wertvolle Nährstoffe zu sich zu nehmen. Eine andere Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme, soll ich die Wildkräuter lieber roh essen oder doch vielleicht lieber kochen? Und das kommt ganz ehrlich so ein bisschen darauf an, wenn du gleichzeitig von den Wirkstoffen der Wildkräuter profitieren möchtest und nicht nur vom Geschmack, dann musst du wissen, dass manche Inhaltsstoffe einfach hitzeempfindlich sind, ja, und die gehen dann einfach kaputt. Vitamine oder ätherische Öle gehören zum Beispiel da rein. Aber es gibt auch Inhaltsstoffe, ja, wie zum Beispiel Bitterstoffe oder Gerbstoffe oder die Mineralien. Denen macht die Hitze überhaupt nichts aus und die sind auch nach dem Kochen oder nach dem Erhitzen noch da. Ich bereite sie gerne roh zu, zum Beispiel als Pesto oder als eine Art Dip mit Senf und Öl und Essig. Oder ich hacke sie klein und gebe sie dann ganz am Ende der Kochzeit, also wenn der Herd schon ausgeschalten ist, in den Topf, rühre dann nochmal um und gebe es dann auf den Teller. Ich möchte auch nochmal den Fuchsbandwurm ansprechen. Ja, das ist ja immer so ein etwas heikles Thema, um das immer viel Wind gemacht wird und vor allem auch Angstmacher, finde ich. Und klar muss man da absolut aufpassen und man muss den Fuchsbandwurm ernst nehmen. Ja, denn so eine Infektion damit, das kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Aber das Pech davon, betroffen zu werden, befallen zu werden, ist wirklich verschwindend klein. Ja. 2018, nur mal so als Beispiel, da gab es in Deutschland 27 gemeldete Fälle. Im Vergleich dazu haben genau im selben Jahr in Deutschland 152 Menschen einen Millionengewinn im Lotto gemacht. Was man auch beachten sollte, ist, dass es überall Füchse gibt und die Füchse natürlich auch nicht vor landwirtschaftlichen Äckern kehrtum machen und dann wieder zurückgehen. Also auch auf dem Gemüse oder dem Obst, wie zum Beispiel Erdbeeren, die man im Laden oder auf dem Markt oder vielleicht im eigenen Garten finden kann. Auch die können davon betroffen sein, ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie gehört, dass jemand sich eine Infektion mit dem Fuchsbandwurm beim Kräutersammeln geholt hat. Es sind eher Landwirte, die mit ihren Maschinen dann den Boden und somit auch den infizierten Fuchskot aufwirbeln und den Staub den einatmen. Es sind eher Landwirte, die davon betroffen sind. So die Bevölkerungsgruppe ist, die am häufigsten vom Fuchsbandwurm betroffen ist. Und am besten, man sammelt einfach nur an sauberen Stellen, ja, an Stellen, die gesund aussehen. Und wer ganz sicher gehen möchte, der erhitzt einfach seine Kräuter auf über 60 Grad und nimmt dann in Kauf, dass einfach ein paar der Wirkstoffe flöten gegangen sind. Aber auf jeden Fall sollte das Thema Fuchsbandwurm euch nicht daran hindern, Kräuter sammeln zu gehen. Ja, und um Kräuter zu verarbeiten, ist eigentlich der Kreativität gar keine Grenzen gesetzt. Man kann sie zum Beispiel als Smoothie mixen oder ein Pesto daraus machen oder man kann auch eine Quiche damit belegen oder man kann sie mit Öl zusammen zu einer leckeren grünen Salatsoße mixen oder, wie ich gerade schon gesagt habe, einen grünen Dip herstellen, einfach mit Senf, Essig und Öl zusammen pürieren oder im Dessert verarbeiten oder einfach klein hacken und über das Essen streuen oder auch eine Kräutersuppe daraus kochen. Also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Im Blogartikel, der zu diesem Video hier gehört, habe ich auch noch ein paar Bücher verlinkt, die sich rund um das Thema Wildkräuter essen drehen. Und wenn du wissen möchtest, wie man Wildkräuter zu Heilzwecken benutzt, dann bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Denn natürlich, Wildkräuter, die schmecken unheimlich lecker, aber die haben natürlich auch ganz viele heilsame Eigenschaften. Eine davon ist zum Beispiel, dass sie richtig satt machen. Ja, bestimmt kennst du das Gefühl, dass man, obwohl man eigentlich so eine richtig schöne Portion zum Mittag gegessen hat und eigentlich der Bauch auch voll ist, der Mund irgendwie Lust auf mehr hat. Ja, irgendwas
fehlt da. Und so ein Grund könnte dafür sein, dass einfach dein Mittagessen nicht alle Nährstoffe enthalten hatte, die dein Körper braucht. Und Wildkräuter, die enthalten einen ganz großen Cocktail an verschiedensten Vitalstoffen, die genau diese Lust auf mehr stillen. Wildkräuter kann man aber auch nutzen, um zum Beispiel sein Immunsystem zu stärken, um die Verdauung zu verbessern, um Wunden zu lindern, ja, oder um einfach mehr Energie zu bekommen und ganz vieles mehr. Und wenn du dich besser in der Wirkung und in der Anwendung von Wild- und Heilkräutern auskennen möchtest, ja, dann kann ich dir meinen begleitenden Kräuterkunde-Online-Kurs wirklich ans Herz legen. Da lernen wir das einfach alles. Ein ganzes Jahr lang geht der. Wir machen das in kleinen Schritten. Es ist gut verständlich. Und mein Ziel ist es, dass du am Ende dieses Kräuterjahres deine eigene grüne Hausapotheke hergestellt hast und weißt, bei welchem Zimperlein dir welche Pflanze einfach hilft. Ich verlinke dir alle Infos zum Kurs hier unter diesem Video und dann kannst du mal reinschauen, ob das was für dich ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.